Are you sure about that? In Mission 3 starten wir mal wieder mit einer gespaltenen Siedlung, was langsam wirklich nervig wird, aber dieses Mal bei weitem nicht so schlimm ist wie in der letzten. Unser Ziel ist die Zerstörung von zwei Siedlungen der Wikinger im Norden der Karte. Zwischen uns und den Wikingern befindet sich eine verbündete Maya-Siedlung, die auf den ersten Blick auch halbwegs ordentlich ausgebaut wirkt. Leider ist der Name der Mission zumindest auf normal eine dreiste Lüge. Gebirgstechnisch sieht es auf dieser Karte ziemlich mau aus. Den Hauptteil eurer Rohstoffe werdet ihr aus diesem Gebirge beziehen, welches alle nötigen Rohstoffe enthält. Langfristig könnt ihr auch zusätzliches Gold und Kohle aus dem Gebirge im Osten beziehen. Im Westen findet ihr eine weitere Bergkette, deren Bodenschätze aber zu wild verteilt und noch dazu schwer zu erreichen sind, weshalb ich sie ignoriert habe. Während wir aufbauen, ist es besonders wichtig, in Richtung Westen zu expandieren, damit unser so hilfreicher Verbündeter uns nicht das Gebiet streitig macht. Wir starten mit einer fertigen Jagdhütte, aber ohne Angeln oder Sensen. Wir müssen also den Erstertrag unserer Kohleminen entsprechend micromanagen. Bezieht direkt Gold in eure Schwerindustrie mit ein. Ob ihr Level 2 oder Level 3 Soldaten rekrutieren solltet, hängt davon ab, ob ihr gerade einen Waffen- oder Goldüberschuss habt. Sobald euer Gebiet an das eurer Verbündeten grenzt, brauchen wir dort eine Verteidigungslinie. Auf Normal wird Blau, sofern sie nicht schon angegriffen werden, nach 50 bis 60 Minuten den grünen Wikinger angreifen und damit sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Wie lange die Wikinger brauchen, um Blau endgültig zu besiegen, ist aber recht zufällig, da sie unseren Verbündeten scheinbar nicht direkt angreifen, sondern wir das eigentliche Ziel sind. Es kann aber helfen, unsere totgeweihten Verbündeten mit einem kleinen Trupp unserer eigenen Soldaten zu unterstützen, um auszugleichen, dass er seine Soldaten nicht besonders effektiv einsetzt. Versucht die Niederlage eures Verbündeten herauszuzögern, indem ihr isolierte Truppen eliminiert, geht aber keine Kämpfe ein, die ihr nicht gewinnen könnt. Sobald Blau offiziell besiegt ist, werden Angriffsbefehle gegen uns getriggert und dann brauchen wir jeden Soldaten, um die Stellung halten zu können. Die kleinen Türme unseres ehemaligen Verbündeten können unter Umständen dazu genutzt werden, um die Patrouillen der Wikinger abzufarmen und setzt bei Gelegenheit auch Diebe ein, um ihre Schwertkämpfer zu dezimieren. Sobald ihr euch stark genug fühlt, erobert ihr das ehemalige blaue Gebiet und errichtet dort ein Lazarett, um eure Verluste in den nächsten Gefechten minimieren zu können. Gelb dürfte zu diesem Zeitpunkt deutlich schwächer sein als Grün, er ist also unser erstes Ziel, aber seid trotzdem immer auf einen Gegenangriff des anderen Gegners vorbereitet. Sobald Gelb besiegt ist, kann Grün folgen. Ich sollte hier wohl auch erwähnen, dass alle KIs mit Pionieren starten. Seid also darauf vorbereitet, mit den letzten Türmen eine schöne Runde Wo ist Walter zu spielen. Ein gewisser Glücksfaktor ist aufgrund des KI-Verhaltens aber trotzdem vorhanden. Dieser kann aber eliminiert werden, wenn wir auf dieser Insel einen S-Turm errichten und die Ausbreitung unseres Verbündeten kurzfristig mit Türmen und/oder Förstern unterbinden. Wichtig ist nur, dass wir Zugang zum Fluss haben. Für alles andere haben wir auch so genug Platz. Unabhängig davon steht uns nach unserem Sieg Mission 4 offen. Ich frage mich aber, ob es möglich ist, diese Mission zu gewinnen, ohne Blau zu verlieren. Aber das müsste jemand herausfinden, der in diesem Spiel besser ist als ich.